herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Let's Play Minecraft. Diesmal bin ich aber leider alleine, weil mein lieber Kollege und Mitspieler leider keine Zeit hat, um mitzuspielen. Ja, deshalb machen wir heute ein kleines alleiniges Rundchen. Aber das sollte uns ja nicht stören. Wir waren beim letzten Mal hier unten stehen geblieben, diesen Schacht hier auszuheben und ein bisschen hier Treppengedöns zu machen. Ich habe jetzt mittlerweile hier schon ein Verliesskelett reingesetzt. Musste auch ein bisschen den Turm hier verbreitern, weil dieses Verliesskelett sonst nicht hätte reingepasst. Aber das ist nicht so schlimm, wenn hier so eine kleine Nische ist. Ja, mir ist dann leider der Stein ausgegangen. Das müssen wir noch reparieren. Und hier kommt dann auch noch eine Tür rein, die wir dann noch einsetzen müssen. Und ja, ich werde jetzt erstmal hier weitermachen mit dem ganzen Auskleiden, damit das endlich mal fertig ist und wir das Ganze hier mal beendet haben und dass das Ganze auch endlich mal ein bisschen schöner aussieht als nur eine Cobblestone-Wand. Ups, der ist zu viel gewesen. Sieh gerade, da kann ich Erde reinklatschen. So. Und dann, ja. Hier noch. Ich habe ja hier schon einen kleinen Sitzplatz für den einen Gefängniswärter habe ich hier eingerichtet und hier hängen auch so dekomäßig so Schlüssel für die Zellen, dass einfach alles schick aussieht. Ups, eigentlich wollte ich... Ach, naja, gut. Das... Nein! Ich wollte dahin. Ich glaube, baue ich mir einfach mal so eine Dings, weil ich möchte nicht, dass hier oben ein paar Baby-Zombies spawnen. Die sind nämlich relativ nervig dann. Bauen wir hier noch das Zinnerz ab. Und nehmen alles mit, was man so mitnehmen kann. Guck gerade, da kann noch ein bisschen Erde rein. So. Hier wieso? Dann kommt hier Cobblestone. Hier noch ein bisschen Erde und dann, ja, bauen wir hier das Ganze einmal so zu. Und da ist der Cobblestone alle, aber kein Problem. Wir machen gleich wieder Licht. Moment. Fackel und am besten hier so hinhängen. Hier kommen noch so Laternen hin, dass das dann alles noch ein bisschen verliesmäßiger dann aussieht. Soll ja alles schick sein. Das Ganze. Hier geht's nämlich noch weiter runter. Stimmt, die Treppe war hier falsch. Die muss ich noch umsetzen. So. Schauen wir mal, das kommt hier noch weg. Die ist wieso da falsch? Sehe ich gerade. Die auch. Wir wollen ja keine Treppen verschwenden, sondern alles
viel, viel, viel schöner haben. Und da ist schon wieder unser Stein alle. Hier kommen noch zwei Cobblestone rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das hier mache. Das kommt alles weg. Oh, hier geht's nach unten. Natürlich so. Ah, dich habe ich genau gesehen. Haha. Dich habe ich genau gesehen. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Kies. Das nehmen wir natürlich mit, weil ich brauche noch Kies für die Wege, die ich noch oben habe. Und da kommt so eine Kiesblase genau richtig. Oh. Ist ja eine Riesenhöhle hier. Muss ich mir ja überlegen, wie ich das hier mache. Weil eigentlich dachte ich, das geht nur da in die, in diese Schluchtabteilung. Aber wenn das ja so riesig ist, muss ich mir noch irgendwie entweder so eine Art Geheimgang oder so? Vielleicht? So, gucken wir mal ganz kurz. Hallo Fledermaus. Hier geht es dann runter in die Schlucht. Ich glaube, dann baue ich das andersrum. Hallo! Da kommt Wasser rein. Eigentlich wollte ich ja hier unten eine Art, Gefängnis oder so bauen. Ah, das ist da, wo ich das zugemacht hatte. Aber ich überlege gerade. Ja, gut. So groß ist sie da doch nicht. Was mache ich denn dann hier raus? Ja, los. Komm. Hier hoch. Ich könnte. Wo geht's da noch lang? Ist hier auch Schluss? Jo, hier ist auch Schluss. Okay, ist ja doch ein bisschen größer. Aber kein Problem. Bauen wir jetzt erstmal das so weit aus, dass wir hier runter können. Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht mache ich doch hier so Gefängnistrakt zellenmäßig und da nochmal so ein paar so eine Art Zellenturm hier. Das bietet sich ja ganz gut an, dass wir hier so eine Art großes, kleines Unterhöhlengefängnis machen. So. Dann mache ich unten noch eine Art Tür rein, das, oder so eine Geheimtür. Wo geht es hier lang? Hier habe ich noch ein bisschen Gold und hier geht es wieder nach oben. Ins Nichts. Ja, müsste ich dann mal schauen, wie ich das mache. Was ich dann hier raus noch mache, also aus den Gängen. Ja, überall kleine Zellen reinbasteln. Und hier muss ich dann wahrscheinlich oben zumachen. Aber dann mache ich das so, dann. Diese Geräusche auch immer. Wo ging es denn jetzt hier wieder hoch? Hä? Ach da. Hier ging es nach oben.
So. Und da waren meine Stufen aus, aber kein Problem. Habe ich hier schon zwei White, ja. Hier müssen noch Stufen hin. Dann machen wir das so, dass wir hier eine Wand noch einziehen. Genau. Hier Wand lassen, dann mache ich dann. Warte, 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 warte. Das muss wieso noch weg? Das auch. Ja. Hier muss Cobblestone hin. So, dann versuche ich mal hier das noch wegzumachen. Kohle brauche ich ja wieso noch. Man quasi hier so reingucken kann dann. Mache ich dann hier so. Dann noch ein bisschen weghauen. Ich terraforme das wieso noch, das ein Ganzes. Hier, das kommt alles weg. Das wird noch ein schönes, großes Bauprojekt werden. So. Muss ich mal hier gucken. Naja, so, ich baue jetzt aber oben erstmal weiter. Ups. So. Mach erstmal das Ganze fertig hier. So. Genau, das kommt ja auch noch weg. Oh, da kommt dann hier noch eine Treppe hin. Das kommt noch weg. Und das kommt noch weg. So. So. Dann haben wir das noch weg. Ist wieder ein bisschen dunkel. Moment. Hängen wir die Fackel wieder auf. Hänge ich jetzt erstmal dahin. Dann irgendwie immer doof, wenn man sich allein unterhalten muss. Aber was soll man machen? Wenn der andere keine Zeit hat, kann man nichts machen. Dann muss man leider alleine aufnehmen. Ja. Was könnte ich euch denn so lange erzählen? Ja, hier, das kann ich leider nicht ändern, weil sonst haben wir hier das Problem mit der Zelle, mit der Wand, dass das nicht geht, aber das ist nicht ganz so schlimm, wenn das da so ist. Dann baue ich das hier noch weg. So. Das wird wieso alles noch ersetzt. Hier das noch weg. Wo geht das eigentlich dahin? Schaue ich gleich mal nach. So. Ist ja hier so ein langer Gang. Wo führt dieser Gang hin?
Bin. Oh. Oh, hier ist ja noch eine Schlucht. Ja, das ist ja. Da würde ich dann sagen, dass wir dann hier so eine Art unterirdische Stadt, wo es dann halt hier zu den Zellen geht, zu den Zellentrakt. Mit dem Gang. Das passt ja. Dann machen wir das doch so. Das hier kommt alles weg. Alles weg, alles weg. Das hier kommt alles weg, alles weg. Und dann bauen wir hier eine Zelle und dann bauen wir hier eine Zelle. Hier könnten wir dann so den Überwachungsraum reinmachen. Oben ist ja zwar auch schon ein Stuhl, aber hier könnte man dann so, ja, hier ist ja dann so Gitter davor, dass man da so reingucken kann. Und ich überlege mir gerade noch was, was ich für den Raum hier nutzen kann. Will ja nicht runterfallen jetzt hier. So, dann mache ich mal hier schnell zu, damit ich hier nicht reinfalle. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Halt, hier die Wand muss noch. Oh, ich sehe gerade, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Muss ich mir gleich eine neue holen. Und oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Zeug kaputt geht. So. Und dann geht es jetzt nach oben. Hier müsste ich überall noch Fackeln aufhängen. Es ist so dunkel. Ah, es ist Tag. Das ist schon mal gut. Super, jetzt kann ich hier den Kies, den ich vorhin aufgesammelt habe, nämlich hier jetzt endlich. Na. Den Weg zu Ende machen. Wunderbar. Dann ist das jetzt auch schon mal fertig. Apropos, ich habe mal irgendwann mal ein bisschen offscreen hier gebaut. Hab den Turm mal so weit ein bisschen weitergebaut. Und hier mal den Garten zu Ende gebastelt. Hat jetzt hier so ein paar schnieke Fensterchen und man kommt jetzt auch bis ganz nach oben hier. Erde reingemacht wegen so Blümentöpfchen. Da muss ich noch Blumen reinpflanzen. Genau, hier habe ich jetzt so Bromelien angepflanzt. Hier ist noch nicht viel passiert. Man kommt jetzt aber auch bis ganz nach oben. Und da haben wir dann so eine kleine Aussichtsfalte. Und ich muss mir noch überlegen, wie ich das mit dem Dach hier mache. Ob ich hier so ein Flachdach mache oder einfach das so lasse. Aber ich glaube, ein Dach. Oh, hier fehlen noch Fensterscheiben, sehe ich gerade. Wäre nicht schlecht. Ach ja, genau. Hier. So, oh, hier sind wir wieder in die Wohnung. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in die Etage, genau. Da habe ich jetzt hier so Klappen angebracht für die Blumen. Und die Banner, weil ja hier der Schlafplatz dann reinkommt und. Hier das Schlafbadezimmer, hier für die Küche. Kommen noch ein paar Schränke und ein Ofen. Ah, den kann ich ja jetzt bauen. Ich habe ja jetzt Bruchstein mit. Zack. Dann haben wir hier auch schon einen Ofen stehen. Zack. Fehlen noch die Schränke und was halt noch so in eine Küche gehört. Meine Weide wächst auch schon wunderschön. Und ein Schild ist jetzt auch dran. Privatwohnungen. Ah, dann kann ich hier noch den Kies zu Ende machen. Kommt mal auch gut besser in die Bar rein. Die habe ich ja auch euch noch gar nicht gezeigt. Eine kleine Barkneipe oder
Ja, es ist eine kleine Kneipe mit ein paar Sitzmöglichkeiten, Weinregalen. Dann hast du hier die Theke, wo halt das ganze Bier und der Tee und so. Na, da hat schon wieder jemand rumgespielt. Ich mag es überhaupt nicht, wenn man an den Teilen rumspielt. So. Und dann haben wir da noch so eine Barausschenke, so eine, na, Bierentap. Ja. Und drauf natürlich auch ein paar Sitzmöglichkeiten mit so Sonnenschirm. Ja. Hier muss ich mir immer noch was überlegen, was ich hier hin mache. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier auf diesen kleinen Platz, ob ich da ein kleines Häuschen oder einfach nur einen Brunnen oder, naja. Die Schmiede, die kennt ihr ja auch schon. Die habe ich ja euch auch schon mal gezeigt beim letzten Mal. Ist jetzt nicht so viel passiert. Schwert, Rüstungsständer, so eine kleine Werkbank. Hier muss auch noch irgendwie. Naja, gut. Hier haben wir dann noch Kessel zum Abkühlen. So. Gehen wir mal wieder zu unserem. Ah, dich habe ich gesehen. Das Gute ist, wir haben ja das alles, was explodieren könnte oder so, haben wir ausgestellt. Das kommt mal hier rein. Und das kommt hier rein. Zinnerz haben wir mittlerweile auch schon relativ viel. Das ist gut. Ich brauche Eisen. Was mache ich denn überhaupt hier? Ich muss Eisen holen. Wir gehen zu einer Werkzeugschmiede. Und zack. Holen wir uns ein bisschen Eisen. Wir haben jetzt mittlerweile so viel. Hoppla. Na. So viel Eisen. Das ist der Wahnsinn. 28 Blöcke und 2 Bahnen. So. Drei Eisen hier rausholen und dann können wir uns an der Werkbank eine neue Spitzhacke machen. Zack. Wunderbar. Kann ich. Was ist das? Kann ich. Das ist ja cool. Ich kann übergreifen in die andere. In die Werkzeug-Dings. Cool. Das ist nice. Entschuldigung, ich bin etwas müde. Bringen wir noch den roten Clay da zurück in die Imkerbude, wo ich meinen Deko-Craft-Tisch habe. Kann. Verlies brauche ich mal. Ah, da haben wir es. Nein! Falsch. Wohnzimmer, Büro, Religion, Wissenschaft, Sport, Selbstbewahrung, Technologie. Hä? Wo ist es denn jetzt? War doch gerade. Damals. Na, okay. Hier haben wir noch ein paar Särge, aber die würde ich eher in eine Gruft oder sowas packen. Hier so ein paar Kettchen. All die ganzen Skelette. Die finde ich super gut und auch hier. Das Teil und die Guillotine natürlich, das kommt dann alles schön in diese Kerker. Das wird super. Das wird super. Wo habe ich eigentlich den anderen Hund? Ach ja, genau, ich habe mir einen zweiten Hund geholt. Und der sitzt jetzt hinten am Bauernhof und bewacht da das Ganze. Ich hoffe ja irgendwie nochmal, dass wir den Mob-Creatures-Mod noch hinkriegen, dass wir hier mehr Tiere haben. Natürlich sind dann auch mehr Monster da. Aber naja. Gut, hier haben wir das kleine Gehege von dem Hundi. Dem Schäferhund. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich hier eventuell. Es gab doch noch einen Knochen oder so, den ich dann auch hier hinlege, oder. Mal ein bisschen schön noch mache das. Naja. Dann gehen wir mal wieder zurück.
Mal auf die Uhr gucken und ich sehe schon, das Video ist auch jetzt schon wieder vorbei. Ich gehe noch rüber in den Turm und ja, ich sollte mir, nee, ich mache mir noch ein paar Fackeln am, so, ein paar Fackeln. Hier, Kohle habe ich ja dabei. Nicht viele Fackeln wird zwar, ist aber egal, so ein paar wenigstens. So, 12 Fackeln reichen erstmal. Und ja, dann sage ich, dann war's das jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Es war jetzt eine kleine einsame Runde alleine gespielt. Und hoffe, dass der liebe F-Man oder auch Justin Case wieder beim nächsten Mal Ründchen mitspielen mit dabei ist. Und damit sage ich auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.